Kapazität Stufe 1. Hä? Kapazität Stufe 1. Heißt mehr Muni oder was? Ja, warum nicht? Oh, geil. Auch ein paar Muni mehr. Frag mich nur, was bringt das in der Schrotflinte? Sonst brauchen wir eigentlich ja die Schrotflinte, ne? Das nervt ja immer nach zwei Schüssen. Kurz entfernen. Kapazität. So. Hier können wir rein tun. Drei. Naja. Sieht ja nicht aus wie eine dreiläufige, aber egal. Bringt vielleicht mehr. Na, hier waren wir schon, ne? Ja. Dann also gehen wir mal dahin, wo er hin will. Oder auch nicht. Aber eine echt schäbige Gegend hier. Ah, Schwarzpulver. Nehmen wir mit. Oh, hat doch was geleuchtet, oder? Ja. Sehr schön. Wie kommt man denn da hin? Nee, da lang auch nicht. Ja, Mann. Okay. Oh. Helikopter. Do you think you can fly this? Once I repair it, but there's not enough voltage. It needs a new battery and some fuel. Na, Treibstoff wird ja nicht das Problem sein. Da hinten standen nah genug Fässer, muss da ein bisschen was noch drin sein. Arr. Öffnen. Nee. Nein. Tada. Oh, noch geil. Hey, geil, noch eine Teilbox. Wird ja immer besser hier. Irgendwas noch? Also die Batterie haben wir gefunden. Sollen wir schon mal reinstecken? Ne, ich glaube, wir brauchen alles, ne? Treibstoff. Lass mal kurz da hinten gucken. Arr. Weil ich glaube, da war eins jetzt noch nicht. Da ist eine Kiste. Was haben wir hier? Stinkende Chemikalie, lecker. Eine Flasche. Oh, voll. Super. Übergeben. Flasche haben wir. Ey, die werden nicht gestickt. Was ist denn das? Und wir haben mal eine Explosion, einmal eine Köderflasche. Dann machen wir mal das und dann mal das, ne? Leere Flasche. Hey. Jo, das wäre doch gern. Können wir jetzt noch mehr machen von den Sachen? Nö. Übergeben wir erstmal alles mal an Clary, ne? Übergeben. Übergeben. So. Dann haben wir Mauerchen wieder ein bisschen Platz hier. Achso. Und natürlich die Munition übergeben. aber ich finde es ganz geil, was das Maurer mehr Platz hat. Gefällt mir. Oh, noch eine. Ja, dem Ganzen hätte ich das eben voll übersehen. Na komm. Na komm. So, nach. Na? Nee. Na? Ja, endlich. Das ist ja mal was Schönes. Und noch eine. Mann, wir werden hier reichlich beschenkt. Oh Mann, das stinkt nach Ärger. Geradezu. Upsi, 9 mm. Ich weiß nachher, wie wir nachher auf Maura sind und Clary denn unsere schöne Schrotflintmunition verballert. Von der wir seltsamerweise immer noch nichts bekommen haben. Hm. Okay, dann suchen wir nochmal nach Treibstoff. Treibstoff. Komm, 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 komm. Da, liebes Treibstoffchen. Irgendwo hier Treibstoff?
Treibstoff. Treibstoff. Unser lieber Treibstoff, komm zu Mami. Zu Daddy, Mami, naja, das. Claire? Ach komm. I guess we're not alone out here. Ach wirklich. Wie kommst du bloß da drauf? Aber wo. Wo finden wir denn jetzt transportierbaren Treibstoff? Ich kann mich aber auch am besten nicht daran erinnern, irgendwas gesehen zu haben. Höchstens, wenn wir jetzt zu diesen. Alter! Drecksviech. Ich muss noch mal wieder üben, mit der richtigen Lampe zu schmeißen. Wie steht ein Alter. Keiner kann jede Menge einstecken. Aus der Richtung kam der Gegner. Gucken wir doch mal da. Ein Fuel Depository, but the entrance is blockiert. Bohrmaschine? Wo kriegen wir denn eine Bohrmaschine her? Wo sie eine von diesen Viechern hat, eine. Das wird ja dann interessant. Na, das würde ja richtig witzig werden. Oder irgendwie so ein Schuschenboss-Ding, ey. Yo. Was denn, das hat da eine. Bohrmaschine. Hä? Was Pedro! Bist du denn? Don't scare me like that, kid. Look, check out what I found. If you see any weak walls, I bet I could drill through. Jo. Das ist aber richtig krass. See if there's anything we can use inside. Okay. Was Brauchbares. Oh, Uzi. Nett. Die nehme ich. Danke. Auch wenn ich sie im Moment nicht brauche, aber... Ah, da blickt doch noch was. Bing. Pistole. Knast. Ja, jetzt kann ich es aufnehmen. Gut. No. Tagebuch eines Reisenden. 11. Oktober 2008. Ich habe diese kleine Insel in einen angestaubten alten Buch entdeckt und sie ist auf keiner Karte oder sowas verzeichnet. Da hab ich mir doch gedacht, cool, eine Gelegenheit für ein Abenteuer auf einer unentdeckten Insel. Das ziehe ich mir rein. Mir ein Helikopter zu schaden hat mich eine Stange Geld gekostet. Und als wir dann endlich landeten, haben die Einwohner den Heli konfisziert und mich in Gewahrsam genommen. Das ist nicht cool. Und jetzt bin ich in diesem Drecksloch eingesperrt. Diese Typen sind total mit Schucke. Ich kann es nicht erklären, aber nur indem man sich sie ansieht, merkt man, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mega miese Stimmung. 12. Oktober 2008. Also, die Typen debattieren jetzt, was sie mit mir anstellen sollen. Wie wär's, wenn ihr mich einfach gehen lasst? Ich hab's denen 100-mal erklärt. Ich bin nur für ein Abenteuer hergekommen. Aber sie hören mir nicht zu. Das ist nicht cool. 19. Oktober. Boah, dann war schon eine Zeit lang da. Also anscheinend bekommen die Typen hier erst nicht in ihren Dickschädel, dass ein Außenstehender ihre Insel finden konnte. Ich meine, hallo? Wir leben im digitalen Zeitalter.
Was kann man denn heutzutage nicht finden, wenn man lang genug danach sucht? Aber echt jetzt. Ich denke, langsam hierher zu kommen, war keine gute Idee. Langsam denkt er das? Okay. Nicht der schnellste. 10. Dezember? Wow. Zwei verdammte Monate und ich bin immer noch hier. Das ist Schwachsinn. Irgendwas Übles geht hier ab. Ich habe niemanden mehr gesehen und ich sehe es nicht, aber ich höre tierische Knurren. Weiß nicht, was für eine Scheiße. Ich habe mich hier doch nicht vergessen, oder? Oder? 19. Dezember 2008. Kein Essen, kein Wasser. Habe etwas Regen, das hilft. Keine Kraft mehr. Nicht mal Ratten gefangen. Kann nicht mehr. 26. Dezember 2008. Wasser, Wasser, bitte Wasser. Wow. Ja, mein Alter. Boah, der liegt aber auch schon ein bisschen. Von der Verwesung her? Ja. Von der Verwesungsgrad liegt der hier auch eindeutig schon ein paar Tage. Ist der sonst noch irgendwas? Ich glaube, wir sollten aber kurz vorher zurückgehen und mal ein bisschen noch aufrüsten. We could use that drill of yours right now, if you don't mind doing a little demolishing. No problema. Just point me in the right direction. Ja, wir gehen erstmal zurück. Abrissarbeiten, auch nicht schlecht. Wo ist denn jetzt unser Motel? Ah ne, nicht da. Hier, da ist irgendwo da. Wir gehen mal rein. Wir müssen ja noch ein bisschen basteln. Haben wir zwei davon wieder. Übergeben, übergeben. Schadenstufe 2. Feuerrate Stufe 2. Bauen wir das aus. Und bauen das hier ein. Ach. Schwachsinn. So. So, warum wollte ich das haben? Dann bauen wir das hier ein. Nee. Geht gar nicht. Haha. Geht Feuerrate hier? Ja, dann bauen wir hier Feuerrate ein. Sehr schön. Da habe ich nichts. Gut. Dann geht's weiter. Boys and Girls. Dann nehmen wir mal dieses Maura. War da hinten nicht noch eine verschlossene Tür oder sowas? Die wir nicht aufbekommen haben oder war es die da? Ne, hier war doch irgendwie einer an der Seite, ne? Ja. Kann man da irgendwie durch? Wow! Oh, Alter! Are we there yet? What am I drilling? Hör auf zu ballern, ey! Oh. Das war nicht gut. Ach, echt, der Typ auf drei Stück? Scheiße. Nimm mal auf, Damara. Boah. Are we there yet? What am I drilling? Ach, da kommt nachher nur Natalia rein. Okay. Gut, dann bohren wir woanders. Boah. Das war aber jetzt. Und wie viel Munition hat sie jetzt wieder verschwendet? Oh. Ich glaube, sie braucht mal ein bisschen
Heilung. Aber es geht. Munition hat sich eigentlich relativ gut gehalten. Hatten wir 89 in Reserve? Hm. Naja. Are we there yet? What am I doing? Das war gut. Ja. Boah, hier. Hey, wo bist du? Wo ist er denn jetzt? Hey. Vollpfosten, endlich. Okay, ja, boah. Stand back. They're back. What? You gotta hold them up. Don't let them near me. Now! Echt jetzt? Och nein. Wow. Alter. Nee. Ah. Boah, Alter. Leer. Alter! Okay. Warte mal. Was ist er jetzt schon wieder? Sind die nicht mal tot? Aha. Oh. Das ist so ein heftiger Missgeburt, Alter. Gib's ihm! Könntest du dich ein bisschen beeilen? Ich werde dir verdammt verbunden. Munitionsvorrat geht nur. Okay. Okay, we're in. Wir sind drin. Thank you. Dank dir. Also wir wissen. Kommen die jetzt hier rein? Oder was ist jetzt? Gut. Du Missgeburt, Alter. Ja, Mora, es wäre ganz gut, wenn du mal in seine Richtung ziehen würdest. Ah, da ist Benzin. Okay, wir gucken noch mal hier durch. Lass mal leuchten, na da. Ach, immer diese Steine. Ich weiß, die bringen was, wenn man aufleveln will, aber im Moment wäre mir Munition lieber, muss ich ehrlich gestehen. Das war jede Menge. Na ja, gut. Gehen wir nochmal kurz da die Dinger da wegmachen. Die Dinger da wegmachen, ja. Das war gutes Deutsch. Ich meine natürlich die Fässer. Ja. Lass mal kurz gucken. Kann man da noch mehr reinstecken? Nee. Okay. 27. Gut, wir sind bereit. Der Rückweg wird bestimmt nicht leicht. Wir haben alles. Let's bring it back to Gabe. Ja. Das wird bestimmt nicht einfach. Yeah, no interference. Doch, wir laufen. Nice work, Pedro. Her location might be the key to getting off the island. Hä? Wieso zeigt er jetzt in die andere Richtung? Ach, er soll mitkommen. Ja, gut. Ech, noch jemand, den wir beschützen müssen. Ech, wo wir uns gerade erst an Maurer gewöhnt haben. Na, lebt er noch? Oh, er lebt tatsächlich noch. Aber mit einem Kanister?